Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skyline Vacation. Wir haben es jetzt mal nicht unbedingt aufgehört, denn, ja, Leute, die in den Community-Beitrag geguckt haben, es sind jetzt zwei Folgen ausgefallen und, ja, aus dem Grund, dass ich bei den Soundeinstellungen was verkackt habe und, ja, jetzt habt ihr ein paar Sachen verpasst, leider. Ich konnte auch leider den Spielstand nicht nochmal zurücksetzen, dass ich das nochmal alles hinbaue. Ich werde euch jetzt einfach mal einweihen, was wir so getan haben in den zwei Folgen, denn es war leider wirklich sehr viel. Unter anderem, wir haben eine U-Bahn-Station gebaut. Ja, funktioniert nicht. Aber die kriegen wir schon hin. Dann haben wir, warum leuchtet das in einer anderen Farbe? Dann haben wir ein zweites Stadthotel gebaut. Ich weiß echt nicht, warum das eine andere Farbe hat. Und was wahrscheinlich am krassesten davon ist, wir haben das Strandhotel gebaut, also das Bootshotel. Ja, ist ganz cool, macht auch richtig gut Einnahmen, fällt mir gerade auf, holy shit. Ja, es tut mir echt leid, dass ihr die Folgen nicht sehen konntet. Wie gesagt, ich habe es wirklich versucht zu fixen. Mir ist das in der Nacht noch aufgefallen, dass ich viel zu leise bin und der Ton viel zu laut, weil ich davor in OBS rumgespielt habe. Und dann habe ich es mit sämtlichen Arten und Weisen versucht, irgendwie den Sound, die Soundspur zu trennen und alles Mögliche und dann das und dies und das und leiser zu machen und ja, das hat nicht geklappt. Außerdem, hier haben wir eine Brücke rüber gebaut, um hier Industrien zu bauen. Gut, damit sollte alles geklärt sein, was ihr so verpasst habt. Und ich würde sagen, einfach um den Ganzen jetzt nochmal so ein bisschen, um das Ganze jetzt mal so ein bisschen gut zu machen wieder, bauen wir heute noch ein zweites Bootshotel. Weil ich mag die Teile echt gerne. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein zweites daneben eigentlich ganz cool sein könnte, oder? Oder hier vorne direkt wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Vielleicht auch hier dran? Vielleicht sogar direkt hier dran, aber das ist natürlich dann nicht am Meer, ne? Das ist eigentlich auch nicht cool dann. Könntest du eigentlich direkt daneben noch anbinden? Na, ich warte erstmal bis Tag ist, dann kann ich mir das nochmal richtig angucken. Nicht, dass es nachher total trashig aussieht. Aber ja, wie gesagt, tut mir leid, dass ihr die zwei Folgen nie zu sehen bekommt. Ich hatte erst überlegt, ob ich sie trotzdem hochlade, aber ich habe mich dann dafür so sehr geschämt, dass man mich wirklich mit einem Dezibel nur hört und den Sound bei 200, dass ich mir dann gedacht habe, nee, wisst ihr was, wir lassen das. Ist schon okay. Übrigens, das Motel läuft ja richtig grottig gerade. Das ist ja richtig schlecht. Und ich weiß nicht, warum. Ich würde an dem Punkt sagen, wir verkaufen das ganz billig. So, keine Ahnung. Machen wir wenigstens noch ein bisschen Einnahmen mit. Ist ja auch nur ein Motel, nicht wahr? Okay, es wird langsam Tag. Wir bauen das zweite Bootshotel. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das strategisch schlau ist, ein zweites zu bauen hier direkt daneben. Aber wir werden es einfach tun. Beim Stadthotel hat es auch geklappt, also warum nicht? So. Zweites Bootshotel. Ich meine, es sieht schon irgendwie richtig aus, oder? Ich meine, klar, sehen ein bisschen zu ähnlich, ein bisschen zu identisch aus, obwohl man sagen muss, wartet mal. Sind noch die gleichen Boote dort genutzt worden? Naja, okay, tatsächlich. Schade eigentlich. Aber ja, genau, so sieht das aus. Jetzt kann man nochmal sehen, wie das keine Shopping-Möglichkeiten hat. Okay. Müssen wir also noch ein paar hinplatzieren. Am besten direkt hier vorne. Machen wir die Straße hier noch ein Stück weiter. So. Ja, das war echt ungünstig mit den Soundeinstellungen. Seitdem dann bin ich auch ultra paranoia, jedes Mal, als ich jetzt angefangen habe, wieder aufzunehmen, war ich so unfassbar paranoia, dass ich immer nochmal extra aufgeguckt habe. Und ich bin actually wirklich erstaunt, dass mir das auch während der Aufnahme nicht aufgefallen ist. Weil ich habe ja auf meinem Zweitbildschirm immer dauerhaft OBS offen. Also ich sehe ja die ganze Zeit, was vor sich geht, ob irgendwas gerade laggt oder ob mit dem Sound irgendwas nicht stimmt. Oder keine Ahnung, was für Probleme man noch so haben kann. Und das ist echt erstaunlich, dass mir das nicht aufgefallen ist. Und ich finde es echt schade. Aber gut, passiert, ne? Ich denke, das gehört zum Leben dazu, zum Let's Player-Dasein dazu. Und ja, das muss mal passieren anscheinend. Na gut. Zweites Bootshotel ist platziert. Sieht bisher noch sehr komisch aus, muss man sagen. Ich würde auch wirklich gerne das Ganze hier einfach mal so connecten ohne einen Strommast. Aber das connectet sich leider derzeitig noch nicht selber, was ein bisschen blöd ist. Vielleicht packe ich da ein paar Läden zwischen oder so. Oder einen Parkplatz einfach nur. Ja, da werde ich schon was finden, was man da noch reinpacken kann. Wie sieht es hier mit Shoppingmöglichkeiten aus? Okay, die werden langsam gebaut. Langsam füllt es sich. Das ist gut. So. Warum kann ich sie nicht anschließen? Hä? Dann halt so. Okay. Okay, dann halt nicht.
Aber ja, ich finde die Bootshotels auf jeden Fall super interessant. Das ist schon ganz cool. Und die Stadthotel, ne, also darüber braucht man nicht reden, die laufen super. Da habe ich echt schon überlegt, ob wir davon noch einen dritten platzieren, direkt daneben. Eigentlich könnte man das wirklich machen. Mal sehen. Ich weiß halt nicht, inwiefern sich das denn langsam nimmt. Also, du kannst ja auch nicht unendlich Touristen in einer Stadt haben. Ohne touristische Aktion. Apropos, ich glaube, wir sollten uns langsam mal wieder um die Bürger kümmern. Es tut mir echt leid. Wir sollten uns langsam mal wieder um die Bürger kümmern. Es stimmt ja. Es stimmt ja. Ach, ich bin auch ein bisschen angepisst, dass das mit der U-Bahn nicht funktioniert. Dazu muss ich mir nochmal was angucken. Aber ja, mein Struggle habt ihr jetzt ja gar nicht mitbekommen mit dem Ding. Ich saß da nämlich schon wieder eine ganze Folge lang und hab daran rumgespielt. Und es ist letztendlich nichts draus geworden. So wie es immer bei mir ist, nicht wahr? Ist man ja schon so ein bisschen gewohnt. Aber hey, ich denke, das ist okay. Wie gesagt, ich muss mich damit nochmal ein bisschen mehr auseinandersetzen. Wirklich keine Ahnung. Oder wenn ihr eine Idee habt, wie das funktioniert, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Das ist, wenn ihr das so schreiben könnt, so gut schreiben könnt, dass ich das verstehe, dann sollte das auch passen. Naja, wie sieht's hier aus? Okay, ist bald voll, cool. Boah, wir machen ordentlich Moneten, ne? Auch wenn wir jetzt nicht unbedingt Einwohner machen, okay. Aber hey, wir sind wie Liechtenstein. Wenig Einwohner, viel Geld. Okay. Ja, ansonsten, andere Hotels haben wir noch nicht freigeschaltet. Sollte aber eigentlich... Nevermind, wir haben neue freigeschaltet gerade. Komisch, dass einem das nie angezeigt wird. Wir haben das Konferenzhotel freigeschaltet. Ein großes, modernes Hotel, das sich perfekt für allerlei geschäftliche Treffen, Seminare und Konferenzen eignet. Sehr geil. Das können wir direkt dorthin platzieren, wo die anderen Hotels sind eigentlich. Wenn da denn noch ein bisschen Platz sein sollte. Dann haben wir ein Wellness-Resort, ein Wellness-Hotel mit mehreren Schwimmbädern, Massageräumen und einem großen Außenbereich. Perfekt für alle Touristen, die sich entspannen möchten. Das hört sich doch gechillt an. Oh, ich könnte jetzt auch baden gehen in irgendeinem Schwimmbad. Bei uns sind 30 Grad, ich bin hier am Wegschwitzen. Ozea, oh, das sieht cool aus. Auch wenn es so ein bisschen Dubai- oder Maledivenhaftig ist, was ich eigentlich gar nicht so mag. Aber es sieht trotzdem cool aus. Luxuriöse Bungalows direkt über dem Wasser, über der Wasseroberfläche, mit privaten Pools und Mietbooten. Das Empfangsgebäude umfasst einen großen Bereich fürs Sonnenbaden und ein schickes Restaurant. Oh, das sieht cool aus. Wie teuer ist das? 170. Das geht sogar. Ich kann überlegen, ob wir das mal irgendwo platzieren hier. Die Sache ist, was braucht denn das? Ich glaube, das braucht ziemlich viel. Obwohl, geht eigentlich. Ja, geht doch voll klar, können wir gefühlt hier zwischenpacken. Wo das dann auch wieder blöd aussieht, wenn man hier... Obwohl, das würde an sich ganz cool aussehen sogar, wenn man mal überlegt. Aber ich glaube, es wäre auch zu viel Lärm in echt. Überlegen, ob wir es hier einfach hinpacken. Oder wir sparen uns das erstmal auf und platzieren erstmal das andere Hotel dann. Alter, das ist aber auch riesig, Junge. Vergesst das, was ich über die Teile hier gesagt habe. Das Hotel hier ist tausendmal riesiger gefühlt. Und das hat wahrscheinlich auch noch eine Einstellmöglichkeit. 350. Holy shit, da passen aber auch ein paar Leute rein, ne? Das können wir technisch gesehen auch hier oben hinpacken, ne? Hier haben wir ja verdammt viele Büros. Wäre vielleicht gar nicht mal so dumm, ne? Ich meine, es ist ja auch schließlich ein Konferenzhotel. Das hat ja nicht viel mit Tourismus zu tun, sondern eigentlich nur mit dem Geschäftsreisen. Boah, ich bin so gespannt auf die anderen... Uns bleiben danach nur noch drei Hotels übrig. Unter anderem das Historische Hotel, das Deluxe Hotel und das Design Hotel. Holy shit. Da bin ich sehr gespannt. Das Wellness Resort, ich weiß auf jeden Fall schon, wo ich das mal hinplatzieren möchte, denn... Ich meine, welcher Ort bietet sich besser an als diese Insel? Seien wir ehrlich, oder? Apropos, ich habe eine Idee. War gar nicht so teuer, wie ich erwartet habe. Wir haben uns aber die Insel jetzt einfach mal gesnackt. Oh, schau ich das an. Da ist sogar auch ein Lost Place drauf, wer auch immer hier mal gelebt hat. Boah, das wird so cool sein mit dem Wellness Resort da drauf und so, ne? Das wird richtig cool. Die muss auch so einen richtigen reichen Namen haben. Naja, wie sieht's eigentlich mit Strom aus? Alles gut? Ja, das geht doch. Ey, wirklich, zwei Solaranlagen für so viele Gebäude ist halt schon insane, ne? Das ist halt... Ist schon krass. So, wie viel Einnahmen machen wir jetzt mit dem hier? Ist das alles voll? Sehenswürdigkeiten sind nicht komplett voll. Da könnten wir aber möglicherweise noch einen Parkplatz hier hinpacken. Passt sogar noch ein großer hin? Nein, aber hier passen noch... Nee, auch nicht.
Kein Bau auf dem Wasser möglich. Ach ja, komm. Ist gut, ne? Hier könnte doch einer hin. Nee, können nicht. Och Mann, scheiß Wasser. Ja, komm, dann kommt er hier hin. Ist auch okay. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich finde es wirklich komisch, die Gebäude auf dem Sand zu sehen. Ich kann mir das auch so gar nicht vorstellen, wie irgendwelche Gebäude direkt auf dem Sand platziert werden. Ich meine, klar, darunter wurde natürlich Teer gegossen. Oder nicht Teer, sondern Asphalt und sowas. Aber trotzdem sieht das voll ungewohnt aus, das direkt im Sand stehen zu sehen. Sehr komisch. Ist natürlich die Frage, wartet mal, wenn ich jetzt mal hier raufgehe. Ich glaube, die Insel könnten wir irgendwann auch mal mit reinnehmen. Die wäre natürlich auch süß, ne? Obwohl die natürlich nicht so luxuriös ist wie unsere... Das sieht aus wie ein Gesicht. Warum sieht das aus wie ein Gesicht? Hier ist so der Mund, hier ist die Nase, hier ist das Auge, hier ist das Ohr. Das sieht einfach aus wie so ein Simpsons-Charakter oder wie so ein Werner-Charakter. Ich wollte nämlich gerade gucken, was die Insel für eine Form hat, dass man die danach benennen kann. Und das ist einfach ein Kopf. Ich bin wirklich am Überlegen, ob wir die einfach die Simpsons-Insel oder so nennen. Naja, gut. Industrie ist schon wieder eine Riesennachfrage. Es ist unglaublich, ne? Na gut, wir können ja hier noch ein bisschen was bebauen. So, da kommen noch ein paar Gebäude hin. Ursprünglich hatte ich gesagt in den letzten Folgen, die jetzt ja, wie gesagt, nicht kamen, dass ich hier, sage ich mal, normale Industrie raufbauen will, nicht Büroindustrie. Die Sache ist nur, ich habe da normale Industrie hingesetzt und die wollten es einfach nicht bauen. Die hat einfach keine Lust, das hinzubauen. Und ich dachte mir so, okay, ja, dann halt nicht. Dann halt nicht. Ich bin übrigens sehr erstaunt, und das meine ich wirklich ernst, wie gut das inzwischen mit dem Müll klappt. Wenn ich überlege, in der ersten Staffel gab es so unfassbar viele Probleme mit dem Müll in dieser Stadt, dass ich nicht, also das war wirklich so ein Ding, wo ich gedacht habe, okay, ich reiß bald einfach alle Mülldeponien an und fange da von vorne an. Hätte ich wahrscheinlich auch machen sollen, aber ja, ist schon insane, das macht mich ein bisschen glücklich. Ich meine, kann sein, dass das natürlich trotzdem irgendwann nochmal eintritt, dass das passiert, ne, aber bisher sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Ja, schön. Gut. Da vorne ist ein Dieb, deswegen habe ich da gerade eine Polizeistation hingesetzt. Oh, ich weiß wirklich... Da, also mit der Insel müssen wir uns wirklich ein bisschen Zeit lassen. Die muss wirklich richtig aufgehübscht werden. Die muss richtig gut aussehen am Ende. Also da will ich mir Zeit mitlassen, deswegen fangen wir da jetzt noch gar nicht mit an. Wir bauen allerdings noch ein paar... Oh, warte mal, die brauchen hier noch eine Feuerwehrstation, oder? Feuerwehr? Haben noch gar keine, ne? Können auch eine große haben, von mir aus. Ich glaube, die sollten auch mal langsam eine Schule bekommen dort hinten. Ich habe mich so wenig um diesen Bereich bisher gekümmert, ne? Es geht wirklich in diesem Let's Play nur um den Tourismus. Das ist halt insane. Ich ignoriere gefühlt alles andere. Obwohl die Leute sich jetzt ja auch nicht unbedingt beschweren, ist halt die Sache. So, die Zufriedenheit der Leute, die hier wohnen, ist auf 81. Klar könnte man wahrscheinlich noch vieles ausbessern dann an dem Punkt, aber irgendwie geht es den Leuten ja ganz gut mit dem, was ich tue. Außer, dass hier ein bisschen Fachkräftemangel ist, aber das kann man ignorieren. Die sind trotzdem alle auf 100%, die Hotels. Cool. Dieses eine Café hier hinten. Café am Bürgersteig. Warte mal, da kann man auch wieder... da kann man auch wieder Skins... Oh Gott, ich kann nicht so... jetzt. Da kann man auch wieder anpassen, wie das aussehen soll. Nee, ich denke, das dritte ist es schon... Das ist schon das Beste. Ich denke, das ist schon das Beste. Oh, sieht schon schön aus bei Nacht, ne? Oh, jetzt mit dem Sonnenuntergang hier im Hintergrund. Das hat schon was. Das Bootshotel. Na gut, jetzt ist die Sonne wieder komplett weg inzwischen. Ah, sieht schon schön aus. Sieht schon schön aus. Richtig luxuriös auch einfach. Wo das ja gar nicht so teuer ist, oder? 40 Euro war es, glaube ich. Ne, 50. Okay, ja, ich habe es erhöht gehabt. Das hier kostet noch 40. Können wir eigentlich auch hoch machen. Die Leute checken ja trotzdem ein. Einfach mal alle abzocken. War ja jetzt voll komisch. Das eine kostet einfach nur 40 und das andere 50. Hm. Ja, ich bin gerade wirklich am Überlegen, ob wir das Konferenzhotel einfach hier hinten hinsetzen. Weil theoretisch müsste das ja funktionieren, oder nicht? Theoretisch sollte das ausreichen. Bevor wir das aber platzieren, will ich erstmal die 2 Millionen voll machen, weil das ist ein nächster Meilenstein. Weil wenn wir das jetzt kaufen, sind wir von dem schon wieder weiter entfernt.
Wo, wie schnell machen wir das gerade? Na gut. 2000 die 10 Sekunden ungefähr. Überleg mal, stellt euch mal vor, ihr macht in echt in 2 Sekunden 2000. Junge. Reicht ja schon 2000 im Monat. Diese anderen Hotels wirken wirklich wie Billo-Hotels dagegen, ne? Schon krass. Schon sehr krass. Gut, Industrienachfrage ist immer noch da, ne? Wurde noch nicht alles bebaut? Doch, wurde tatsächlich. Krass. Sonst darum doch noch kümmern. Holy shit. Ja, das, Boah, wie viel Abwasser hier schon gelandet ist. Wenn wir das mal angucken, wie verschmutzt das schon ist. Oh Gott. Der arme Nachbarort, der da vielleicht mal hinten kommt. Ich weiß ja nicht, ob da irgendwann mal ein Ort kommt, ne? Aber falls ja, dann viel Spaß mit eurem Fluss. Hab ihn bestimmt ruiniert oder so. Ja, das wäre ziemlich ungünstig. Das müssen wir übrigens noch einkreisen hier. Also wie das hier hinten. Okay. Okay, interessant. Ich bin gerade... Oh, wir sind gleich den 2 Millionen nah. Perfekt. Es ging ja doch schneller als erwartet jetzt. Und? Gleich ist es soweit. Und? Oh, einmal noch. Und die 2 Millionen sind geknackt. Let's go. 2 Millionen in Lila Beach. Wow, ein Vermögen. Also, ich sag mal so, in der anderen Stadt hatten wir das Vermögen, glaube ich, erst bei 70.000 Einwohnern. Das ist halt schon insane. Die bringen halt extrem viel Geld, diese Hotels. Ist schon krass. Boah, imagine dieses Konferenzhotel hier vorne hinpacken. So ein riesiger Okolyt, einfach direkt, wenn du diese Stadt fährst. Da denkt man sich entweder, okay, geil, die Stadt hat irgendwie krasse Hotels und sieht voll reich aus oder sieht voll modern aus. Oder der andere, oder wie andere sich denken würden, scheiße, was ist das für eine Stadt? Die sieht ja richtig hässlich aus. Das kann natürlich auch vorkommen, dass das manche denken. Mir gefällt irgendwie diese ganze Struktur aus diesem Gebiet hier irgendwie noch nicht. Ich gucke da die ganze Zeit drauf und denke mir, dieser eine Streifen an Wohnviertel gefällt mir halt irgendwie absolut nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich das irgendwie besser machen kann, I guess. Gerade überlegen, ob man einfach mal so macht und dann irgendwie... Ach, keine Ahnung, es ist so schwierig irgendwie. Normalerweise habe ich immer an die schönsten Orte Wohngebiete hingepackt und jetzt ist es halt inzwischen, dass da die Hotels hinkommen und dann frage ich mich halt, wo die Wohngebiete hin sollen. Weil so bei Industriegebiet stört mich das halt nicht wirklich, wenn die in so einem shitty Ort sind, aber hier ist es halt schon ein bisschen schwierig, ne? Ich probiere einfach mal. Kann man hier nicht so eine Kurve reinmachen am Ende? So einen Kreis oder so? Ich versuche erstmal von hier aus eine Straße hier rüber zu führen. Dann führt man das hier hinten weiter. Aber das ist so, das wirkt mir so, keine Ahnung, das wirkt mir so abgetrennt von der anderen Seite der Stadt. Das gefällt mir halt irgendwie nicht. Normalerweise sollte da das Bürogebiet hin, dort hinten. Ich hätte das Bürogebiet nicht hier vorne hin machen sollen. Das bereue ich ein bisschen. Vielleicht will ich das hier fürs Wohngebiet nutzen und hier hinten nur noch Büros hinbauen. Ich denke, das wäre eine gute Idee. Ja, ich werde das so machen. Obwohl, derzeit können die Büros ja eh hier hinten hin. Also von daher, was soll's. Okay, dann nehme ich nämlich jetzt mal eine Straße, die so entlang geht. Die leider nicht anschließen kann. Bisschen schade. Aber eigentlich kann man es so machen, dass man einmal noch so geht, dann so, dann so. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber das funktioniert und das ist das, was zählt. Ach, ist das hier hinten eine Bahnstation? Ach nee, ist ein japanischer Garten. Okay, das ergibt Sinn. Ich habe mich nämlich nicht erinnern können, dass ich da irgendwie eine U-Bahn-Station hingebaut habe. So, und dann kommt da auch neue Wohngebiete hin, würde ich sagen. Machen wir mal normale erstmal. Und dann gucken wir mal. Ich muss erstmal gucken, wie hoch die Nachfrage ist. Ich kann das nämlich derzeitig nicht wirklich einschätzen. Aber ja, es ist ganz gut. Ist ganz gut, dass ich mich jetzt doch dazu entschieden habe, hier oben ein bisschen was zu ändern. Weil ich habe die ganze Zeit gedacht, na gut, ich mache einfach so weiter, wie es jetzt aussieht. Finde ich halt irgendwie hässlich. Naja. Warte mal, was auch hässlich ist, ist, dass das hier nicht wirklich andockt.
Deswegen werde ich da auch mal ein paar Häuser hinbauen. Das sieht schon mal minimal besser aus. Gut, ich würde auf jeden Fall sagen, in der nächsten Folge werden wir vielleicht das erste Konferenzhotel hinbauen. Das wird hoffentlich extrem viel Kohle einbringen. Und ich bin sehr gespannt, wie das aussehen wird. Da gibt es ja wahrscheinlich auch wieder irgendwelche Einstellmöglichkeiten, wie es äußerlich aussieht. Obwohl, die haben das auch nicht, ne? Ne, es hatte bisher nur das Stadthotel. Naja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, schaltet das nächste Mal wieder ein bei City Skyline Vacation. Lasst eine Bewertung da, habt noch einen wunderschönen stattlichen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye!